mein Himmelchen. Das würden alle Männer gerne mit dem Ding machen können, oder? Das wäre eine friedliche Welt, oder? Sag mal hallo, Pimmelchen, sag mal hallo. Hallo. Der ist total schüchtern. Der kommt mir so oft raus. Guck mal, die Mädchen freuen sich, dich zu sehen. Sag doch mal hallo zu den Frauen. Sag mal zu den Frauen. Sind die echt oder hast du die wieder selber aufgeblasen? Nee. Sind schon echt, oder? Dann habe ich Angst. Du hast Angst? Vor Frauen hast du Angst? Wieso denn? Die wollen mich immer verstecken. In finsteren Höhlen. Dabei bin ich gar nicht der Bin Laden. Nein. Und immer muss ich Zahnarzt spielen. Zahnarzt? Wie geht denn Zahnarzt? Kennst du das nicht so? C2 kariös. D5 kariös. Die Brücke muss erneut auflassen. Hat das verstanden? Ja, okay, pass auf. Für Pimmelchen ist ja heute ein ganz großer Tag. Hm? Sollst ja heute ganz groß rauskommen. Ich und groß rauskommen. Das letzte Mal, als sie mich so stolz rumgezeigt hat, das war in der Jugendherberge. Ja, aber das ist schon ein paar Jahre her. Ne? War aber lustig. War lustig? Hm? Weißt du noch, wir haben immer dieses Filmeraten gemacht. Filmeraten? Hm? Ich war immer dein Star. Hm? Ja, du hast mich in Klopapier gewickelt und ich war die Mumie. Oder Kondom drüber und ich war Phantomas. Ja, ist gut. Der Wichser, das wäre unser Film gewesen. Ich möchte aber auch mal gerne ins Fernsehen. Ins Fernsehen? Wo willst du denn dahin? In den Kinderkanal. Oh. Wieso denn in den Kinderkanal? Das klingt so ähnlich wie Geburtskanal, weißt du? Und ich möchte nicht immer nur in die Röhre reingucken, sondern auch mal raus. So, das Schwanzmännchen ist da! Das ist so lustig, so,